Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Devil May Cry. Ja, wir sind bei Mundus eingestiegen, haben uns das Gebäude, wo er ja wohnt, haben uns dann nach oben gekämpft, um dann in diese komische Kammer zu kommen. Damit wir dieses komische Höllenportal zerstören können, damit wir ihn schwächen, damit wir ihn umlegen können. So, jetzt habe ich mal eben kurz das gesamte Spiel zusammengefasst in 3, 4 Sätzen. Und damit ihr wisst, wo wir gerade sind. Also storytechnisch. Ich bin stärker. Ich bin schlauer. Ich sehe besser aus. Sie sehen gleich aus. Lassen wir nicht warten. Und ich habe den größeren Schwanz. Ja. Moment. Aha. Ich bin noch nicht von gestern. Ich weiß auch, wie Videospiele ticken. Okay, oh shit. Was ist los? Sie wissen, dass wir kommen. Genau wie Cat gedacht hat. Also, was sollten wir doch gleich tun? Wir starten die Notfallgeneratoren im Nimbus, um das System zu überlasten. Dann stehle ich die Quantenverschlüsselungsalgorithmen. Das ist es. Aber, kannst du den ersten Teil wiederholen? Gut. Du musst die Generatoren anwerfen? 4 Stück, richtig? Ja, genau. Einen in jedem Tunnel. Kein Problem. An die Arbeit. Kein Ding. Wir fangen jetzt davon, da sind wir kommen, gehen wir hier gegen den Uhrzeigersinn. Im Uhrzeigersinn meine ich natürlich. Weil mir nichts Besseres einfällt. Wie wir sonst eine Reihenfolge wählen sollen. So. Ne, die müssen aber auch alle gleichsperrig sein dann, oder? Wo muss ich hin? Da oder was? Surprise! Ihr seid alle tot. Das sah gerade irgendwie ziemlich nach Rätselspaß aus. Da bin ich ja mal gespannt. Also ich habe ja von Technik noch nicht so viel Ahnung. Aber das sieht nach einem echt komischen Generator aus. Ach Quatsch. Wow, 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 wow. Kann ich mal eben kurz zur Ruhe kommen? So, das heißt, wir nageln den einen fest. Und verkacken gerade komplett. Oh. Mann, 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 Mann. Das war jetzt blöd. Okay. So ist der ja mega einfach, wenn wir die ganze Zeit hier fixieren.
Ja. Dieses Ding übrigens, ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, aber ich habe die als Kind gefeiert. Okay, es ist eigentlich keine Serie, es ist mehr eine Filmreihe, eine Animationsfilmreihe, die nannte sich Acceleracers. Und davor gibt es auch noch eine Serie, ne, Acceleracers ist eigentlich, ich muss mal kurz googeln. Die hieß Highway, Moment, Highway 35? Ja, genau. Hot Wheels. Nee, Highway 5, doch, Highway 35 ist doch richtig, ne? Doch. Doch, 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 doch. Der Film kam 2003 raus. Hot Wheels. World Race? World Race. Moment. Doch, Highway 35, World Race. Nun muss ich mir noch genauer durchlesen. Aber diese Serie war fucking awesome. Ich habe die geliebt. Ich war so happy, wenn die, als sie auf Super RTL li dann lief. Und da gab es auch ein Ding, das hieß Rad der Macht. So kam ich gerade darauf. Und das sieht genau so aus. Und dann gab es so ein ähnliches Teil auch nochmal in der Nachfolgeserie. Ja, Accelerators, genau. Und das hat mich so daran erinnert. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt gerade so ein bisschen am Überlegen, ob ich mir die Serie denn nicht mal irgendwie gebe. Wieder, wenn ich die irgendwo finde. Weil ich fand die so geil, weil, ne, als kleines Kind gab es für mich nichts Geileres als Hot Wheels und Autos. Und diese Serie, die war, wie gesagt, ich glaube, die kam auch aus Kanada. Ich meine, die kam aus Kanada. Und die war auch wunderschön animiert. Also heutzutage sieht wahrscheinlich richtig crap aus. Ich habe mir das auch, seit ich klein war, nicht mehr angesehen. Jetzt gerade bin ich hart am Überlegen. Weiß nicht, ob die Animationstechnik jetzt da gut gealtert ist oder nicht. Ups. Müsste ich mir mal anschauen. Aber ich hätte jetzt schon hart Bock, mir die anzusehen, ne? Komme ich wieder zurück? Hä? Da, oder was? Oh nö. Bitte lass das eine. Das ist doch eine Kupfertür, oder? Kupfer geht ja noch in Ordnung. Silber vielleicht auch, aber. Silber, okay. Blöd gelaufen. Dann können wir da nicht rein. Oh, wie schade, dass ich keine super schwierige Challenge wieder machen kann. Was ist es jetzt? Oh nö. Oh nö. Wow, 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 bleib mal ganz ruhig, bleib mal geschmeidig. Lol. Wie habe ich den denn jetzt geblockt? Wie habe ich das gemacht? Gott, der erinnert mich an Hellboy, an diesen einen Dude. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Okay, fuck off. Aber ich werde dich jetzt einfach Monoskill usen, weil du ein dummes Stück Scheiße bist. Was war das denn? Aha, okay, dagegen ist er quasi immun, okay.
Prima, dann wären wir ja hier auch fertig. Und machen weiter. Diese komischen Generatoren anzuschmeißen, damit wir weiter in, naja, Mundus Geheime Sex Dungeon können. Keine Ahnung, was da ist. Ne, wobei wir sind ja so gesehen in seinem Sex Dungeon. Wir wollen ja das Höllentor ja ausknipsen. Oh. Ein bisschen Leben ist gut. Ha. Aha. Soll ich die Leitung verbinden? Ich schmeiß zuerst die anderen Generatoren an. Dann können wir uns dann im nächsten Step Gedanken um diese Scheiße hier machen. Okay, da dürfen wir nicht runterfallen. Und das sieht mal wieder nach Spaß aus. Das ist ein ganz schön ekliger Popel. Warte, ich mach den weg. So, bitteschön. So, was kommt jetzt? Wir haben schon lange keinen Dicken mehr gezeigt. Ja, sowas ähnliches. Ey, was war das denn? Ah, oder kommen die jetzt so lange wieder, wie der Dicke noch am Leben ist? Ey, jetzt können wir theoretisch unendlich mit diesen Dingern farmen, oder was? Ey, was war das denn? Wieso konnte ich nicht ausweichen? Wow. Das war eine ganz komische Aufnahme. Gut, dann wären wir hier auch fertig. Was ist das? Das ist grünes Licht. Und was macht es? Es leuchtet grün. Oh. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Ah, doch. Okay. Okay. Ich verbinde sie später. Ach so. Ja, doch gesagt, ist unsere Entscheidung. Und ich habe mich erst dazu entschieden, wir stöpseln die zuerst alle an und dann verbinden wir das. Während Virgil mal wieder die ganze Zeit am Chillen ist. Ist das nicht toll, der Hauptcharakter zu sein? Und dass die meiste Arbeit immer an uns abfällt, ist das nicht geil? Oh. Oh shit. Oh shit. Ey. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Mann, ich muss hier gerade richtig hart umdenken, weil diese Olle wieder da ist. Ah, mussten wir schon wieder ein Item verwenden? Blöd gelaufen. War ich halt zu nubig. Ich nehme lieber gleich die Spatze, weil die
Alter, ich bin so ein Honk. Was ist das denn jetzt? Ja, warum habe ich eigentlich immer jetzt... Oder was jetzt immer? Warum habe ich jetzt gerade so ein unfassbares Pech? Meine Fresse. So. Großartig. Dann wollen wir mal. Ja. Alle vier verbinden. Hab's verstanden. Das heißt. Wo hast du gelernt, wie man das macht? Okay. Den Computerkram. Hacken? Das habe ich mir selbst beigebracht, als ich ein Kind war. Schätze, es hat mir ein Gefühl der Kontrolle vermittelt. Oh ja, wem sagst du das? Kontrolle? Die hatten wir wohl alle, nicht was? Nein. Ich habe mich immer gefühlt, als ob etwas fehlt. Etwas von mir versteckt wäre. Ich auch. Es ist dieses stechende Gefühl im Innern. Ich schätze, ich habe diese aufgestaute Energie fürs Hacken verwendet. Aha. Na egal. Fertig. Und du? Was hast du damit gemacht? Achso. Hab den Mond getötet und rumgevögelt. Aber der Computerkram klingt auch in Ordnung. So, wir probieren jetzt an dieser Stelle einfach mal rum. Wie gesagt, alle, die meinen SpongeBob-Let's Play gesehen haben, wissen, dass ich für so eine Kacke null Talent habe. Nur noch zwei. Ach so, Moment. Das heißt, die Sonne muss auf dieser Seite. Ja, egal, wir müssen ja die Dinger erstmal sortieren. So, und dann muss da noch das Wasser hin. Moment. Ach. Oh. Moment. So, der muss dahin. Und. Ah. Mann. Warte mal, das heißt, wenn wir den jetzt dahin tun. Moment. Das heißt, wenn die Sonne jetzt da ist. Muss das andere in einem Abstand von 1, 2 weiter sein. Richtig? Moment mal, hä, wie soll es überhaupt gehen? Die müssen in der Mitte sein, oder? Doch. So, das heißt... Moment. Der muss weiter. So, damit. Jetzt muss ich ihn einmal kurz drehen. Noch einer. So. Habe ich mich da? Ah, ich habe mich. Ich habe mich um ein Versehen. Scheiße. Ach, fuck. Okay, da habe ich schon mal die richtige Idee gehabt, nur Scheiße umgesetzt. Obwohl theoretisch kann ich das hier jetzt auch wegnehmen, ne? Das geht ja. Siehste, Probleme haben, um Chancen zu nutzen. Du weißt, was du tun musst. Du lockst ihn heraus. Ich schließe das Höllentor mit dem Yamato.
Idee, wie ich ihn anlocken soll? Wir haben sein Kind getötet. Mach ihn wütend. Mit Speck. Aber versuch nicht, ihn zu töten. Er ist unbesiegbar, bis ich das Höllentor schließe. Okay. Es wird ernst, Dante. Wir müssen einander voll und ganz vertrauen. Absolut. Und ohne zu zögern. Wir sind schließlich Brüder. Ja. So. Naja, theoretisch ein paar Minuten haben wir ja noch. Dann würde ich sagen, wir gucken uns die Cutscene an von der nächsten Mission. Und dann. Ja. Dann können wir eigentlich auch Schluss machen. Im Angesicht des Dämons. Oder steigen wir da direkt in den Bosskampf gegen Mundus ein, weil da sind nämlich weder Schlüssel, noch Geheimtüren, noch verlorene Seelen. Ich glaube, nee, dann sparen wir uns das doch lieber fürs nächste Mal auf. Tut mir sehr leid. Also, nächste Folge könnte die letzte sein. Ich weiß es nicht. Sieht aber so ein bisschen danach aus. Deswegen machen wir jetzt hier Schluss. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Bleibt mir gewogen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.